Es geht weiter. Marcel, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns heute dein Reich hier mal zeigst. Ja, gerne doch. Dass deine Fertigung hier, du bist hier verantwortlich dafür, dass der Hase läuft. Ich bin seit Mitte letzten Jahres Betriebsleiter bei uns und bin quasi zuständig dafür, dass am Ende des Jahres oder Ende des Monats der Umsatz rauskommt, der nachher auch geplant ist. Ich habe schon gesagt, für mich, Marius, Tom, so unsere ganzen Hobby-Metallbauer, sag ich mal, wäre das Paradies hier auf jeden Fall. Ne? Weil ich glaube, es gibt nicht viele Maschinen in Sachen Metall, die ihr nicht hier habt. Also da könnte man sich schon so richtig austoben, wenn man hobbymäßig ein paar Sachen bauen wollen würde. Nachts. Das wollen wir jetzt aber nicht gucken, sondern ihr baut hier richtig Hebebühnen. Wie viele laufen hier rum? Also wie viele Mitarbeiter sind nur in der Fertigung? Also wir haben 50 Leute hier unten. Davon sind, wir müssen jetzt lügen, ich glaube 5 Auszubildende. Im Moment 2 in der Elektrik und 3 in der Schlosserei. Wir suchen auch noch. Also das heißt sowohl Auszubildende als auch ihr stellt alles ein? Alles ein. Also wenn ihr noch einen Job sucht hier im Bereich Sauerland, ne? Ja. Wie ist normalerweise Lieferzeit auf solche Bühnen? Also ihr werdet wahrscheinlich schon probieren, auch Lagerware zu haben oder ist alles nur auf Bestellung? Nein, also wir zeichnen uns vor allem davon aus, dass wir sondermäßige Sachen haben. Das heißt, möchtest du deiner Bühne das Kabel von oben bis unten gelegt haben, nicht oben rum, sondern quasi unten durch die Nase. Dann gibt es Löcher in der Bodenplatte, dann gibt es Sonderfarben entsprechend. Wir haben, klar, wir haben ein Standardprodukt, was bei uns schwarz-weiß ist, was wir auch auf Lager haben, wo die Lieferzeit sehr kurz ist. Also innerhalb von einer Woche müsste das nur hinten rauskramen. Aber alles, was sondermäßig ist, sind wir im Zweisäulenbereich bei 1 Monat, 2 Monate. Und alles, was darüber hinaus ist, sind wir knapp bei 2 Monaten. Okay, ja, dann lass mal gucken, wie das hier so geht. Also wie gesagt, hier ist Lager. Alles, was hier Motoren ist, große Metallteile. Hier sieht man die ganzen Zylinder. Mhm. Wie wir gerade hier gesehen haben, haben wir die großen Metallteile hier vorne. Sagt jetzt einem auf den ersten Blick erstmal wenig, weil unzusammengeschweißt sieht es halt nicht so aus, wie es nachher fertig ist. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, da unten liegt eine Bodenplatte für eine Säule, dann sagst du mir, kann gut sein. Aber nachher, wenn man das Ganze dann am fertigen Produkt sieht, ist es etwas anders. Das heißt, es kann auch sein, dass Teile von der Schlosserei hier wieder zurückkommen und erstmal wieder eingelagert werden. Genau, kann sein. Ja. Das heißt, du kennst hier jedes Teil? Komplett? Nicht jedes, aber fast jedes. Ne? Schon 80-90%. Es ist halt sehr metallisch hier alles. Ne? Aber so eine Hebebühne besteht halt zu 97% aus Metall. Also ja, du musst Steuerungsteile dazu rechnen. Wir haben jetzt, wo wir jetzt hier hinkommen, ist bei uns Schlosserei. Mhm. Das heißt, wie gesagt, wir haben hier 2 Bohrmaschinen, 3 Fräsmaschinen, 2 Drehmaschinen. Die sind teilweise älter, teilweise neuer, wo wir gewisse Teile selber machen. Ich guck mal jetzt zum Beispiel hier vorne, habe ich ja gerade gesagt, haben wir die Bodenplatte, wo die Kabel an der Säule entlang geführt werden und durch den Boden. Die Bodenplatte an sich kriegen wir schon vorgefertigt, aber die Löcher, die zusätzlich, machen wir dann selber rein. Das wird dann nachher entgratet und dann wird dann eine Säule drauf geschweißt und das können wir uns dann hinhaben. Ja, das ist der eigentliche Fuß, wo wirklich die ganze Fundamente drauf steht. Richtig, genau. Korrekt. Und wie gesagt, die beiden Löcher sind dann dafür da, damit du dann nachher dein Kabel von der einen Säule zur anderen transportierst, aber halt nicht oben rum über die Decke, weil viele Leute möchten das halt nicht, sondern halt unten über den Boden. Das heißt, die sind da nicht immer drin, sondern das ist schon Häkchen genau, setzen. Genau, das ist Häkchen setzen für das Besondere. Was ist das hier für ein massives Ding? Das sind Verstärkungsflügel. Wird bei uns bei der Jumbo eingesetzt, also alles, was über 5 Tonnen ist. Gibt es auch noch mal eine kleine Variante für 4 Tonnen. Das ist dafür da, wenn dein Fundament nicht ausreicht. Ja, dann hast du zusätzlich nochmal einen Verstärkungsflügel dabei, um einfach die Festigkeit beim Kunden gewährleisten. Weil das Problem ist nicht die Hebebühne an sich, sondern das Problem sind die Gegebenheiten beim Kunden. Ja? Das heißt, das kommt unten quer dran? Oder? Genau. Ich nehme jetzt quasi das Ding und lege es über, jetzt die falsche Bodenplatte, aber lege es quasi darüber und befestige, verschraube dann die und dann das zusätzlich noch. Das heißt, wenn die 5 Tonnen oben auf der Bühne anfangen zu kippen, dass es auch bodenfest ist? Ja, genau. Wie ist das Korrosionsschutz technisch? Ist egal, ob Pulverbeschichtung oder Lack, solange das voll... Solange es erstmal bestätigt ist, reicht vollkommen. Ja? Bei manchen Komponenten, also bei uns gibt es die Regel, alles was mit einem Rad überrollt wird, wird vorher gesandstrahlt und dann doppelt lackiert. Ah, doppelt lackiert. Ja, okay. Einmal grundiert und einmal nochmal lackiert. Wir bieten auch an Spritzverzinkung, Feuerverzinkung, also je nachdem, was der Kunde haben möchte. Falls man doch in irgendwelchen Regionen ist, wo mehr Salz ist. Genau, richtig. Ich kann mir vorstellen. Wir haben schon Bühnen für Waschanlagen gebaut. Zum Beispiel, genau. Oder gerade hier so im Bereich Österreich-Schweiz, wo deutlich mehr Salz einfach gefühlt auf jeden Fall noch ist. Wenn du da natürlich eine Bühne hast, wo das halbe Jahr lang die Autos immer mit Salz und Schnee reinkommen, steht natürlich schon unten um die Bühne rum immer. Also es gibt so verschiedene Tricks. Ich sage jetzt nicht, dass es dann 100% korrosionsbeständig ist. Das gibt es nicht. Ja, das kriegt noch niemand mit einer Feuerverzinkung hin. Aber man kann dem einen gewissen Grad entgegenkommen. Ja. Also wir haben auch schon Leute gehabt, die haben dann eine korrosionsbeständige Bühne bestellt. Die haben gesagt, ja, wir können die Spritzverzinken und Feuerverzinken. Feuerverzinken musst du mal aufpassen. Das gibt bei langen Teilen immer eine Banane. Wegen der Hitze. Deswegen bieten wir an, zum Beispiel bei den Spritzverzinken Fahrbahnen, wenn du 7 Meter Fahrbahn hast, die an Spritzverzinken zu machen.
das funktioniert, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ja? Also wenn ich die jetzt nur lackiert da reinstelle, habe ich nach 3 Jahren ein anderes Ergebnis, als wenn ich die Spritzversinkt da reinstelle. Aber man sieht es, an manchen Stellen kannst du nicht verhindern. Ich nehme jetzt nur mal als Beispiel. Hier vorne haben wir eine Säule. Das ist eine Sondersäule, das ist für Reifenlifte, also für Kleinteileheber. Wenn ich meine Reifen von der einen Ebene auf die andere heben möchte. Ah, das hat eigentlich nichts mit der Hebebühne für Autos zu tun. Hat nichts mit der Hebebühne für Autos zu tun, machen wir aber trotzdem. Mhm. Wenn ich die jetzt spritzverzinken möchte, komme ich ja in gewisse Teile gar nicht rein. Ja? Müsste man fast eher irgendwie so Tauchbad verzinken. Genau, dann bin ich wieder bei Feuer verzinken, mache ich das aber mit einer 3,50 Meter langen Säule, was wir jetzt hier sehen. Schwierig. Wenn die eine Banane macht, ist auch Feierabend, das kriegt man nicht wieder gar nicht. Also, genau. Die U-Profile, die hier sind Stabloch-Profile. Mhm. Das heißt, wir machen nichts mit irgendwie abgekantetem Blech oder irgendwie sowas in der Art. Das sind Stabloch-Profile, was man normalen Stapler auch kennt. Die werden zugeschnitten, dann werden die gerichtet, dann werden die geschweißt und dann ist die Säule sollte in einer Ebene sein. Ja, und dann hast du ein Problem. Vor allem dann wird es nach oben hin immer enger und läuft alles gegeneinander auch. Ne? Weil dein Auto wird ja auf einmal nicht schmaler oben. Ja. Es bleibt ja oben genauso breit, wie es unten breit ist. Und deswegen bieten die immer was aus. Deswegen, wenn man jede Hebebühne, die ich bisher aufgestellt habe, haben wir geschickt natürlich nicht dran gedacht, sondern haben sie einfach mit Wasserwaage in die Werkstatt reingeknallt und fertig. Ja. Keine Sorge, bei uns gibt es Schulung. Also wir bieten für unsere Händler und andere dran. Zum Beispiel morgen ist es auch so, da wird, kommen die Händler hier hin mit dem Monteursteam und die werden dann für unsere Produkte geschult mit anderen dran. Aber ihr bietet auch an, dass ihr die Bühne aufstellt? Ja, machen wir auch. Gibt's auch. Also wir haben eigene Vertrieb, ist klar, Einkauf ist auch klar, aber wir haben eine eigene Servicemannschaft mit 4, sogar 5 Außenmonteuren. Neu sogar noch hoch erweitert, damit wir halt noch flexibler sind, weil immer mehr Leute wollen die Bühnen halt nicht mal von ihren Partnern aufgebaut haben, sondern von dem Hersteller selber. Und wir haben noch eine Konstruktion. Das heißt, alles, was sondermäßig ist, wird dann konstruiert. Das heißt, in Summe reden wir ja von 200 Mitarbeitern, so die Bühne? Nee. Wir haben 80 bis 90 Mitarbeiter. Okay. Kommen wir mal ganz runter. Weil ich dachte, wenn 50 hier schon aktiv sind. Wie gesagt, wir konstruieren auch für Sondersachen selber. Das heißt, ich kann jetzt auch anrufen und sagen, hey, ich habe das und das vor. Keine Ahnung, als Beispiel, wir bauen eine Rennstrecke, da muss das Auto aber unbedingt immer eine Etage höher gehoben werden, dann gibt es auch eine Speziallösung für. Ja. Wir machen jetzt, nur mal als Beispiel gesehen, der Kunde möchte gerne eine Hebebühne haben, die 3,5 Tonnen hebt, aber die 3,50 Meter Kupphöhe hat. Also kriegst du mit einer normalen Bühne nicht hin, da kommst du damit sowas um die Ecke. Das ist aber normalerweise für Kleinteilheber, 600 Kilogramm. Jetzt muss das Ganze natürlich noch verstärkt werden, weil du kannst jetzt nicht da nur einfach nur 2 Profile aneinander heben. So, das muss konstruktiv dann gelöst werden, da gibt es eine Zeichnung, gibt es eine Freigabezeichnung und dann wird das entsprechend gebaut. Das klingt für mich nach einer Hebebühne, wo einer ein Auto tatsächlich in die nächste Ebene fahren will, ne? Weil 3,5 Meter... Ja, wir haben schon Hebebühnen gehabt, da möchte der Kunde gerne das Auto gekippt haben. Damit die oben auf dem Dach Lackierarbeiten und gucken können. Ja, da muss man aber erstmal drauf kommen, ist kein Standard. Vor allem muss man auch erstmal alles umsetzen mit Gelenken. Ja. Genau. So, da hinten wird auf jeden Fall ganz wild geschweißt, das sehe ich die ganze Zeit schon. Ah, okay. Das ist immer linkes und das rechte U-Profil. Ja, das war das gleiche. Eine gleiche Profil, eine Rückwand, eine Bodenplatte und ein paar Verschleifungen. Genau. Und dann habe ich die fertige Säule. Und genau das gleiche ist da drin auch. Das heißt, du hast da unten auch so einen Ring, wo die Spindel nachher drin läuft. Du hast nachher auch eine Revisionsöffnung, wo du reingucken kannst. Und das ist im Endeffekt nachher alles das gleiche. Ob das jetzt 3,50 Meter ist oder 3,50 Meter lang oder so wie jetzt hier 2 Meter. Aber wir machen das wie gesagt nicht mit Blake, sondern halt mit Stabloch-Profil. Das heißt, das ist extra Profil für euch, für die Bühne. Das heißt, das ist auch kein 0815 Stahl, sondern es ist schon ein vergüteter. Nein, genau. Wird warm gewalzt. Also er kann schon ein bisschen was. Sollte er. Hier haben wir einmal Teile für eine 4-Säulen-Bühne. Da habe ich nicht das Problem, dass ich nach innen kippen muss, sondern weil ich auf Fahrschienen fahre, ist die Gewichtskraft nach unten und nicht in die Mitte neigend. Das heißt, ich brauche da nur dünneres Blech. Ja? Das heißt, die kann man gleich deutlich dünner auslegen. Genau, weil die Kraftverhältnisse einfach zentral nach unten sind. Und das ist echt alles? Hier läuft komplett so eine 4-Säulen-Bühne drauf? Oder kommt da auch noch was rein? Da kommt noch was rein. Da kommt was rein, okay. Das ist oben im Ausstellungsraum die Bühne gewesen mit den 2 Fahrschienen neben der großen Schere. Neben der großen Schere. Aber da kommt noch mal ein richtiges Profil rein? Oder? Nein, das ist so. Das reicht? Ja. Was? Da sieht man mal doch, was es halt ausmacht, wenn es nur nach unten drückt oder halt kippt. Garantiert. Weil ich habe bei der 4-Säulen-Bühne 2 Fahrschienen. Die liegen wiederum auf 2 Traversen.
So, das heißt, meine Kraft, die kommt, die wird ja nur nach unten. Nach unten. Nicht in irgendwo Torsion oder sonst irgendwas. Hat ja damit nichts zu tun, sondern sie wirkt nur nach unten. Und damit brauche ich auch seitlich nicht so viel Verstärkung, sondern brauche da oben dann nur zwei eine Kopfplatte und dann bin ich fertig wieder. Und was dazu ist, ich habe 4 Säulen. Ich habe nicht nur 2 Säulen, ich habe 4 Säulen. Weil die ja auch richtig Gewicht können, ne? Die können ja auch, die habt ihr ja auch mit 5 Tonnen. Mindestens 4,5 Tonnen. Bis 7. Was? Ja, da sieht man mal eben doch, wie groß der Unterschied dann ist. Wie ist das so mit Schweißnahtprüfung? Muss man das haben irgendwie? Wir alle. Also wird jede Naht immer noch mal geprüft? Bei uns sind die ganzen Schweißer alle geprüft. Weil das sind ja hier echt, Alter, das Zeug muss man halt auch erstmal schweißen können. Ja, wir haben alle Schweißer haben bei uns eine Schweißprüfung abgelegt. Wir machen 3-mal täglich eine Schweißnahtkontrolle. Das heißt, der guckt dann da nur drauf oder der zerschneidet dann? Teilweise, wenn ihr macht die Prüfung, macht er mit den Schweißern, wo er das dann bricht, dann haben wir vorne eine Presse. Und hier ist erstmal eine Sichtkontrolle und wir bauen die Hebebühne hinten noch auf. Also jetzt nicht jeder einzelne, aber wir beispielsweise machen es so, dass wir unsere Bühnen vom TÜV abnehmen lassen. Und dann fördert der TÜV, dass wir das 1,15-fache dynamisch laufen. Das heißt, wenn ihr jetzt eine 4-Tonnen-Bühne hast, dann hebt die nachher 4600 Kilogramm, aber soll laufen. Bitte nicht nachmachen. Ja, das wird hier gemacht. Sie sollte laufen. Und sie wird mit dem 1,5-fachen soll sie statisch halten, in der ungünstigsten Position. Das heißt, wenn ich jetzt eine 4-Tonnen-Bühne habe, dann habe ich nachher 6 Tonnen ganz oben drauf und das soll die halten. Ja. Und dabei muss das dann auch so sein. Ja. Aber das ist halt auch echt ein Koloss hier, ne? Ja. Aber bei 7 Tonnen. Wie lange braucht es einen Mitarbeiter, um so ein Ding zu schweißen komplett? Also wir arbeiten zurzeit hier mit 2 aufgrund der Auftragslage. Aber wenn ja einer einen Tag lang arbeitet mit dem Einlegen und den Rohren, bin ich bei 3 Stück am Tag. Echt? 3 Stück am Tag? Das heißt 1,5 Bühnen am Tag. Dann hat er auch ein paar Schweißnähte geschafft an dem Tag. Wobei der Dicke auf jeden Fall. Wie viel Ampere sind das, die hier so reingehen? Das wird hier. Ja, dann können wir das Schweißgerät anmachen. Theoretisch kommt das da gleich. 242, ja. Geht ja sogar noch. Das geht sogar noch, ja. Ich weiß nicht genau, er hat jetzt 215. Ja, klar. Also immer so zwischen 200 und 300. Was man dazu sagen muss, das ist jetzt von außen verschweißt und von innen. Mhm. Kommen wir zu dem Herzstück des Ganzen. Ja. Das, was wir noch machen auf einer Maschine, die älter sind, glaube ich, als wir beide zusammen. Ja, das sind die Spindeln, die rollen wir auch selber. Hier vorne an der Maschine, die ist von 1958, eine umgebaute Drehmaschine, funktioniert immer noch, ein bisschen schwierig, aber funktioniert. Und wir machen unsere 3 verschiedene Arten von Spindeln. Einmal eine kleine Variante, eine mittlere Variante, das was Standard ist, und einmal die für die großen. Und hier läuft die Tragmutter dann drauf. Genau, das können wir hier vorne sehen. Wir machen jetzt gerade die für die großen. So sieht das Ganze nachher vor aus. Achso, es kommt wirklich ein reines, blankes... Reines, blankes Material. So sieht das Ganze vor aus. So sieht das Ganze nachher aus, wenn es gerollt ist. Das hier ist die Maschine aus 58. Die ist von 1958. Ja, vorne ist das typische noch. Das ist aber auch ein Stahlkoloss, ne? Das heißt, es wird direkt roh von so das Gewinde drauf gerollt. Jetzt muss man es im Rollen dazu sagen, deswegen sind hier auch keine Späne. Es wird nichts abgetragen, sondern es wird komplett nur gepresst. Genau. Aber bloß deinen Finger anhalten können heiß werden. Ja, weil das ist ja schon ganz schön. Da muss schon ganz schön Bums hinter sein. Ne? Das heißt, das Ganze passiert hier drin. Genau, das ist der Rollkopf. Und das ist nachher das Ende. Mit der CNC-Maschine wird dann das Ende bearbeitet. Okay, das heißt, ihr nutzt quasi die Fläche, wo vorher gespannt wurde. Genau. Um dann nochmal einmal nachzuarbeiten. Korrekt. Und die Aufnahme zu machen. Genau. Hier habe ich dann eine Anlaufscheibe dran. Dann habe ich meine Kopfplatte mit dem Lager oben. Meine Riemenscheibe für den Motor. Hier kommt nochmal eine zusätzliche Sicherungsschraube dran. Das ist für die großen Bühnen so, für die kleinen habe ich das nicht. Und hier oben kommt eine Imbusschraube rein, wo nachher das Poti dann drin läuft, also der Wegmessgeber. Hier haben wir dann entsprechende Muttern, die werden hier auch gemacht, an der CNC-Maschine dort vorne, wo wir die als Prüfmaße dann benutzen, damit wir kontrollieren können, ob die auch ordentlich laufen. Das eigentliche Gewinde ist aber ein ganz normales Gewinde oder ist das ein spezielles Gewinde? Nein, das ist... Weil das sieht so ein bisschen, sieht man hier auch schon, so ein bisschen runder aus, sage ich jetzt mal. Wenn ich ganz so spitz... Die müssen ein wenig rund sein, aus dem einfachen Grunde, weil das Öl sich noch verteilen muss. Mhm.
Das heißt, den Fehler, den die meisten Leute machen, wenn sie eine Spindelbühne bekommen, sie ölen die Bühne nicht genug. Wir gehen immer, wir haben einen automatischen Öler dabei, aber das ist zur Unterstützung. Soll die aber Öl oder Fett kriegen, oder ist das egal? Nein, wir haben ein spezielles Spindelöl dafür. Zu wissen, ja. Ja, aber den Fehler machen die meisten Leute. Ja. Die denken dann, ja, ich habe ja da hinten so ein Öl da drin, da ist ja ein Öl, dann fülle ich das immer auf und das reicht ja. Nein. Einmal in der Woche oder einmal im Monat da mit der Ölkanne entlang gehen, dass die Spindel richtig schön ölen und dann okay. Hat man weniger Probleme. Das heißt, das Gewinde ist so gestaltet, dass das Öl auch richtig durchlaufen kann. Genau, ja, die Flanken sind halt irgendwann. Die Flanken sind auch so auf dem Gewinde. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine drauf drehe. Was ist das für ein Gewinde? Was ist das hier, so M50 oder so? Komm, du gleich, das kann ich jetzt machen. Ja? Dann sollte das so laufen. Vor allem für unnachbearbeitet, ne? So draufgerollt, fertig, ja, passt. Fertig. Ja, ja. Also wir kriegen die Rohlinge und das wird die werden dann an der CNC-Maschine so bearbeitet. Ja, und das muss dann aber auch dann so laufen, weil je mehr Reibungswiderstand ich habe, desto mehr Kraft braucht der Motor. Ja. Und der Motor braucht aber schon die Kraft, um das Gewicht zu heben. Das Gewinde wird jetzt hier gerade gerollt. Das ist der Rollkopf. Da sind ein paar. Die Rollen haben das Gegengewinde zu drauf. Ja. Und das zieht sich mit Hydraulik zusammen und drückt. Nein. Die Rollen sind auf einem. Sind exzentrisch. So. Bedeutet, die Rollen laufen konisch zusammen und die Spindel, die da reinkommt, wird quasi so durchgerollt. Ah, das heißt, sie zieht sich eigentlich auch selber durch. Zieht sich selber durch. Das heißt, der Kollege hat jetzt ganz am Anfang die Spindel da reingesteckt, hat dann hier einmal Kraft aufgewendet, damit der erste Gewindegang quasi unterstützt wird und anschließend rollt sich die Spindel von selber. Weil guck mal, wie geil, da ist halt noch komplett glatt und hier auf der anderen Seite kommt es mit Gewinde raus. Ja. Wie lange halten diese Rollköpfe? Die sind aber nicht aus 58, oder? Nein. Die aber die haben, wenn man eine ordentliche Pflege hat, die 3 bis 4 Jahre. Echt krass. Ja, auch das, da ist zwar eine Menge Kraft hinter, aber solange man eine ordentliche Kühlung hat und wie man jetzt hier sieht, läuft die Spindel ja jetzt schon 1A. Ja, die wollte ich gerade sagen, wie akkurat gerade die läuft. Akkurat gerade. Wenn das Spindelmaterial in Ordnung ist, der Rollkopf ordentlich eingestellt ist, dann kann da auch nicht viel passieren. Da anschließend, nachdem das fett ist, werden die Spindeln übrigens noch gerichtet. Auf 1/10. Ja, das passiert bei unserem Bearbeiter da drüben. Das ist halt made in Germany. Von 1958. Nutzt er den Fehler, er muss die Spindel jetzt beispielsweise stoppen. Dann tut er sie nach hinten, weil die zu lang ist für das Ding. Ja? Spannt sie jetzt vorne wieder ein. Und jetzt startet er die Maschine wieder neu. Ah, um den Rest zu machen. Um den Rest. Dann haben die da unten einen Anschlag. Der Anschlag fällt da unten gegen die Schraube und öffnet quasi den Rollkopf. Das heißt, die Federn lösen sich und der Rollkopf geht auf. Ah, das ist natürlich auch für euch praktisch. Da könnt ihr die Spindel theoretisch auch mit 10 Meter Länge machen. Ihr müsst ja nur immer wieder langes Material und immer wieder nachsetzen. Für die Reifenlifte, die 3 bis 4 Meter sind, den machen wir auch selber. Nur dann muss er halt nicht nur einmal zurückgehen, sondern muss halt ein paar Mal mehr zurückgehen. Ja, cool. So, und hier geht's los mit Montage. Hier geht's los mit Montage. Das, was wir übrigens vorhin gesehen haben. Ist jetzt schon fertig. Das wäre schön. Aber das ist das Ding, was wir gerade gesehen haben, was dann nachher zusammenmontiert wird. Das heißt, jede Bühne wird hier aber einmal vollständig komplett aufgebaut. Komplett, ja. Wir stellen sie nicht hin, aber bei uns läuft jede Bühne Probe. Das heißt, wir stellen den unteren Abschaltpunkt ein, oberen Abschaltpunkt ein, wir gucken, ob es Geräusche sind. Bei uns läuft jede Bühne Probe, außer die Viersäulenbühne, weil sonst müssen wir die aufbauen. Weil da werden Seile reingezogen, das ist nicht der Fall. Aber alles andere läuft bei uns Probe. So sieht das Ganze bei uns in der Serienfertigung aus. Die Säulen, die wir da vorne gesehen haben, die gehangen haben, die hängen auch hier. Mhm. Vorne sieht man die kleinen Säulen und da hinten sieht man die. So. Jetzt werden unsere Bühnen werden alle im Liegen zusammengebaut. Mhm. Das ist sehr wichtig zu wissen, weil nachher kommt noch das Gewicht drauf, da muss man gewisse Einstellungen vornehmen. Das da hinten? Da werden die zusammengebaut. Ja. Damit ich sie jetzt erst von der Seite zusammenbauen kann und von der anderen Seite. Hier können wir auf jeden Fall einmal gerade schön zeigen, die Lager, die wir eben haben. Wie der ganze Schlitten wirklich in diesem Profil läuft. Genau. Und hier ist genau das, was wir vorhin auch gesehen haben. Wir haben schon die Säule gesehen, die geschweißt wurde. Wir haben gerade die Schlitten gesehen, die geschweißt wurden. Und hier ist auch die Trankenmutter, die da drin ist. Mhm. Jetzt wird da vorne die Kopfplatte dran gemacht, wo die Spindel nachher dran hängt. Motor dran, Steuerung dran, Haube drauf, tschüss. Das heißt, die Arme werden immer vor Ort montiert auf jeden Fall. Die Arme werden immer vor Ort. Wir legen die Arme nachher nur ran. Das heißt, eigentlich kann man in Summe sagen, Spindel, Motor,
Schlitten, der einfach nur hoch und runter gezogen wird. Und das Ganze in massiv. Das ist jetzt sehr primitiv ausgedrückt. Das Ganze jetzt in massiv ausgelegt, dass es für die Ewigkeit ist. Was denkt ihr, wie lange so ein Ofen hält? Also, weil es wird ja niemals hier irgendwie durchrosten, kaputt gehen. Aber es kommt auf die Verschleißteile ab und auf die Pflege drauf an. Wie ich gerade schon mal gesagt habe, es gibt Leute, die verschwindeln. Und es gibt Leute, die machen das regelmäßig. Damit fängt es schon an. So, wir sagen so ungefähr 15 bis 20 Jahre sollte schon mal mindestens halten. Es kommt aber, wie gesagt, immer auf die Pflege drauf an. Ich Verschleißteile, wie eine Bremse, die hier oben drin steckt. Oder... Ach, ist eine Bremse drin? Das ist eine Bremse. Wir haben zwei Bremsen, einmal hier oben über so einen Klotz und einmal über so eine Kunststoffführung, die wir dann im Drehmoment festziehen. Und wann geht die an? Also bremst der? Dauerhaft, okay. Dass das Auto nicht zu schnell hoch runterfahren kann? Nein, dass der Nachlauf reguliert wird. Ah. Zu schnell wäre schön. Es wünschen sich zumindest viele, man muss aber immer ein bisschen die Mechanik warten, weil immer noch Metall auf oder Bronze auf, die Tragmutter besteht aus Bronze, auf Metall läuft. Aber die ist dafür da, damit sie nicht nachläuft. Weil nachher fährst du dein 7-Tonnen-Auto runter und dann fährt das Auto aber weiter runter, obwohl du schon losgelassen hast. Ich glaube nicht, dass du das so witzig finden würdest. Die ist aber, also die ist dauerhaft aktiviert, ja, die Bremse. Richtig. Das heißt, der Motor kämpft schon immer gegen die Bremse an. Genau, korrekt. Damit es nicht nachläuft am Ende. Damit es nachher nicht nachläuft. Was bei uns der Riesenvorteil ist, wir haben alles außerhalb der Hebebühne. Das heißt, wie du gerade schon richtig erkannt hast, wir haben den Hubschlitten innen und vielleicht noch einen Öler und das war's. Mhm. Aber bei uns ist der Motor außen, bei uns ist die Steuerung außen, bei uns ist die Verkabelung außen. Wenn nimmt man die Haube ab, kann ich auf alles zugreifen. Mhm. Und muss nicht in die Säule irgendwo was innen drin machen. Ja. Bedeutet, habe ich jetzt irgendein Problem mit einer Hebebühne, auf irgendeinem Grund auch immer, dann ist der Aufwand nachher, wenn der Servicemonteur kommt, nicht so groß, als wenn ich quasi die ganze Hebebühne auseinanderbauen möchte, nur um eine Schraube festzuziehen. Das ist ein Vorteil der ganzen Geschichte. Wie viele Bühnen pro Tag in Summe dann montiert? Kommt auf einmal, wie viele Leute wir arbeiten, 8 bis 12. So, das ist das Poti. Mal gucken, hier ist eine Nase drin, damit es sich nicht verdreht. Ich drücke das jetzt einfach mal da drauf. Weil immer wird es nicht gefallen, aber ist egal. So, dann wird das Poti wird dann so hier dran gelegt, dass quasi die Gewinde ineinander übergehen. Das hat den Vorteil, immer wenn ich meine Spindel drehe, geht der Messpunkt, der Wegmessgeber mit. Das heißt, ich habe nicht irgendwie noch irgendwie Sensoren, die verdrecken können oder sonst was. Ich habe immer einen Gewinde-zu-Gewinde-Übergang. Und das Ganze einstellen dann, macht man in der Software oder wo? In der Steuerung. Das kann der Endkunde auch selber machen oder über euren Support oder was? Entweder über euren Support oder über die Anleitung. Ach Gott. So einfach. Sehr einfach. Ja. Das ist ein Viersäulenverschlag. Das heißt, ich nenne es, wie du es genannt hast, Blech. Mhm. Ja. Das Blech wird dann hier nachher verpackt. Ja. Und das sind die Fahrschienen, die nachher auf den Traversen, auf das, was oben im Ausstellungsraum ja auch schon gesehen habt. Also einmal gedreht. Genau, einmal gedreht. Das ist quasi die erste Seite, die ist jetzt ohne Nachhub. Die ist nur eine nackte Fahrbahn, die schon eingepackt ist. Und da sehen wir jetzt eine mit Nachhub, wo die zweite Seite aber noch fehlt. Ja, und das hier große Schere, aber die habt ihr oben. Und dann habt ihr noch ein bisschen Lager. Ja, und dann haben wir ein Lager. Wir sind gerade in Messevorbereitung. Wir stellen jetzt, oder morgen kommt der LKW für Salzburg. Stellen wir auf der Autozum, glaube ich, aus. Autozum, ja. Das ist hier alles verkauft. Also auf der rechten Seite ist alles verkauft. Auf der linken Seite ist alles Lager. Damit man halt reagieren kann, falls ein Kunde was möchte. Und das ist, wie gesagt, so ein Reifenlift. Ah, okay, das ist nur ein Prototyp, der hier hoch und runter. Nein, das ist kein Prototyp, das ist verkauft. Ah, der geht. Achso, okay, das ist quasi das Gestell kriegt der mit dazu, um die Reifen hoch und runter zu fahren. Das ist von dieser langen Säule, die wir gesehen haben. Mhm. Das ist das, was dort rankommt. Mhm. Das heißt, der Kunde fährt jetzt, kann seine Reifen da reintun und fährt das Ding dann 3,50 Meter. Wir haben es jetzt nur hier eingekommen, um zu gucken, ob der Korb waagerecht ist, ob er runterhängt, ob er hochhängt, damit wir den Kunden nicht auf einmal sagen können, ey, schwierig. Funktioniert nicht. Ja, weil nachher kriegt der Kunde, wo der Korb so hoch steht, und sagt ihr, wie soll ich denn jetzt in meinen Reifen reinkriegen? Okay. Gewicht haben wir genug. Ja, Marcel, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Ja, gerne. Bisschen Hebebühnen made im Sauerland gezeigt. Was davon jetzt wie wo nach Hannover wandert, seht ihr im nächsten Video. Aber es war mir eine Ehre, das zeigen zu dürfen. Und mach weiter so, sieht cool aus. Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Gerne doch. Sehr technisch, sehr viel Inhalt, sehr geil. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.